letzte Chance, um Fragen zu stellen. Sonst gibt es meinen Standard. Finde ich ziemlich wichtig. Also wie gesagt, also das gehört auch zum Fitnesskonzept der WHO. Das hat also quasi schon, es hat was mit Qigong zu tun, weil es einfach so grob und wichtig ist. Macht euch Gedanken über guten, ausreichenden Schlaf. Ich weiß, das Leben verlangt viel von uns allen und der Schlaf leidet darunter. Geht nicht. Schlaft gut, schlaft aus. Das ist ungeheuer wichtig, weil das eben auch zu Burnout führen kann und so weiter. Also das ist ein Riesenthema. Ne? Also wie ich mich fühle, bevor ich einschlafe, so wache ich auf. Jeder, der auf der Arbeit Stress gehabt hat oder sonst wie, dann hat man kreisende Gedanken, kann ich richtig schlafen, wacht damit auf, der Tag ist im Eimer und dann hat man es noch schlimmer. Also es gibt so eine Schleife nach unten. Andersrum geht es auch. Dankbar sein für den Tag, kurz rekapitulieren, was alles toll war. Habe ich vielleicht sogar jemandem was gut getan? War ich uneigennützig? Habe ich mich gefreut? Wie wache ich dann wohl auf? Wie ist mein Schlaf? Das ist unser Weg. Deswegen sage ich das auch. Aber Schlafen ist ungeheuer wichtig. Nahrung. Was und wie? Da wir macht euch grundsätzlich darüber schlau. Ich sag euch nichts, wie ihr das machen müsst. Und da gibt es viel Literatur aus traditioneller chinesischer Medizin Richtung gute und schlechte und Ayurveda. Es ist interessant, sich das anzugucken und was für Konzepte des menschlichen Körpers und Zusammenhängen und so ist ungeheuer wichtig. Man lernt da viel von. Und dann natürlich die westliche Variante. Ungeheuer wichtig. Nahrung, guter Schlaf ist quasi, ne? Wisst ihr selber. Wisst ihr alles selber. Aber eben sich mal Zeit dafür zu nehmen und da wirklich auf einem Weg zu Besserung zu kommen, ist ungeheuer wichtig. Auch endlos. Ne? Wird immer besser und so weiter. Und etwas, was ich erst seit ein paar Jahren quasi wirklich voraussetze und für wirklich wichtig halte, ist eine eigene Meditationspraxis. Also als ich damit nochmal mich beschäftigt hatte, im Ende der 70er, Anfang der 80er, da wollte ich das und so, da gab es nur Gurus und das war ungeheuer schwer, da blieb dann nur Zen über. Aber also wie gesagt, vor ein paar Jahren, weil ich das hier auf der Wiese gesehen habe, die ganzen Konzepte, die auf der Internetseite stehen unter Ruhe, entspannte Grundhaltung. Das sind alles Grundsätzlichkeiten. Da gibt es noch viel mehr. Ich mache die auch in Videos und die gibt es auf Insight Timer. Die aber zum Abweg führen, wenn ich das versuche, alles zu kompensieren in dem Qigong auf der Wiese. Ja, weil das ist auch zu sich kommen. Das kann man in der eigenen Meditationspraxis eben viel, viel schneller kultivieren. Und ist im Qigong auch so. Also die haben nicht nur diese Bewegung gemacht, sondern die haben eben auch meditiert. Ist so. Also wie gesagt, früher war der Zugang sehr schwer. Da gibt es noch eine säkuläre Geschichte, die sehr gut ist. MBSR, Mindful Based Stress Reduction, ist nicht so billig, wird aber bezahlt von der Krankenkasse. Wenn ihr das also ein bisschen, also einen Kurs haben wollt, der standardisiert weitestgehend ist und der auch belegt ist und so weiter, wissenschaftlich begleitet, ist das eine gute Variante? Mir gefällt daran nicht das Journaling, also ist mir zu viel Intellekt dann wieder im Weg, aber ist gut, ne? Auf jeden Fall. Das hatte ich überlegt, den Leuten zu empfehlen. Aber ich selber habe jetzt schon seit 8 Jahren benutze ich diesen Insight Timer, der war aber wie gesagt am Anfang nur ein Gong. Ne? Und diese Kurse, die ich da, ich habe hier auch ein paar abgeliefert, also mich gibt es da als Lehrer auch, es kommt kein Geld rein. Das ist einfach nur ganz nett, weil ein paar Leuten hilft und dann bin ich schon froh. Aber alle, ne? Nicht nur Insight Timer, Headspace, Calm und was es da nicht alles gibt. Ein paar habe ich auf der Internetseite verlinkt. Bamboo,
Also alle, die ich bis jetzt in den Fingern hatte, die haben alle 7 Tage umsonstige Kurse, also Testzeitraum. Bei manchen muss man das Abo dann gleich wieder kündigen und so, müsst ihr selber darauf achten. Aber macht die wenigstens mal durch. Jeder hat ein Smartphone heute. Ja, ohne Smartphone geht eigentlich gar nichts. Das heißt, ihr habt so ein Ding. Und die nächste Variante ist dann eben, sich diese kostenlosen 7-Tage-Kurse mal zu Gemüte zu führen, damit man überhaupt erstmal weiß, was eine Meditation überhaupt ist. Und hoffentlich dann eine eigene Meditationspraxis aufzunehmen. Wie gesagt, ich halte das nach gutem Schlaf und guter Ernährung für so ungeheuer wichtig. Ja, Epistemologie, also Selbsterkenntnis, ist ungeheuer wichtig. Ist auch endlos, ist wichtig, wichtig, wichtig. Und jetzt ist wichtig, dass ihr entweder auf die Wiese kommt oder euer Wochenende genießt. Bis zum englischen Mittwoch, bis zum Sonnabend in einer Woche.